Überraschung! Wir fliegen jetzt nach Indien! Now you know! What's poppin', ihr kleinen Scheißer? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Gut für euch, denn heute passiert etwas sehr, sehr Cooles, denn ihr fliegt heute mit mir nach Indien. Es werden jetzt, glaube ich, 8 Tage und ich mache ein kleines Filmchen für die Website von so einem Reiseunternehmen. Also das ist quasi so eine Paketreise, die man buchen kann in Indien und die möchten gerne so ein kleines Filmchen auf ihrer Website haben. Ja, das mache ich und fliege da mit. Da sind noch so andere Leute mit bei von Reisebüros und sowas. Das erkläre ich gerade, weil einige sich bestimmt wundern, warum diese Videos nicht auf meinem Reisekanal Modern Gypsy erscheinen. Für alle, die den nicht kennen, das ist halt mein Backpacking-Kanal. Das passt aber nicht so ganz auf den Kanal, weil, ja, es ist eben keine Backpacking-Reise. Ja, es wird eine relativ schicke, angenehme Reise. Und dann habe ich gedacht, nimm doch einfach deine Zuschauer von Jaco Wusch mit, weil wenn du da eh filmst, dann vlog doch einfach da. Ich habe gerade gepackt, dann geht es auf nach Frankfurt, denn ich fliege von Frankfurt. So Leute, ich habe fertig gepackt. Ich dachte, ich zeige euch mal gerade was. Irgendwie interessiert es Leute immer ganz doll unter euch, so was ich mitnehme. Deswegen dachte ich, ja, es ist auf jeden Fall nicht so minimalistisch wie sonst. Und da das eine voll chillige Reise, glaube ich, im Gegensatz zu sonst wird, ich muss ja nicht mit einem Rucksack durch die Gegend laufen. Deswegen dachte ich, ach komm, pack jetzt einfach ein, was du brauchst. Ich habe hier 2 Kleider, die habe ich auch aus Indien. Einen Rock, den habe ich auch aus Indien. Und 2 so weitere Hosen. Dann habe ich eine dickere Hose mit, also eine wärmere. Das ist von Nosy Life. Jeder von euch, der oft reist, ohne Witz, sollte sich die Marke mal reinziehen. Die machen Mückenschutz und Reisekleidung. Und die haben halt so Gadgets. Also zum Beispiel hier ist jetzt für die Sonnenbrille einfach so ein Ding in der Tasche. Das ist halt Mückenschutzkleidung, ne? Also da ist ein Stoff mit eingedingstert. Am Ende des Tages kann mich kein Insekt durch diese Hose stechen. Ja, und das ist ein relativ beruhigender Gedanke, wenn du so durch den Dschungel gehst und da einfach Dengue-Fieber und Malaria-Mücken unterwegs sind. Ja, dann habe ich hier Oberteile, halt alles schulterbedeckt. Ne, Indien ist ja so ein bisschen konservativer. Dann habe ich noch ein Tuch für die Kleider, weil die ja Spaghetti-Träger haben. Und dann kann ich halt einfach in, ja, wenn es halt sein muss, das Tuch drüber legen. Meine Latschen, meine heißgeliebten Socken, Unterwäsche, ein Bikini. Ich konnte bisher niemals, hätte ich irgendwo in Indien mit Bikini baden können, aber es stand auf der Packliste. Ich bin gespannt. Da haben wir eine Sonnenbrille, Papiere und Geld. Und dann habe ich immer noch das hier mit dabei. Und da ist eine Schlafmaske drin, Oropax und ja, und ein paar richtig warme Socken. So, weil ich oft mit diesen Dingern fliege. Und dann habe ich noch meinen heißgeliebten Bauchbeutel hier. Den habe ich immer dabei. Und ja, falls wir irgendwie wandern gehen und ich irgendwie Proviant oder so mitnehmen muss, nehme ich immer den hier mit. Kosmetik, ne? So ein Beutel. Ist auch mehr als sonst. Ist echt schwerer als sonst. Aber ja, das ist jetzt halt so. Ja, und ansonsten noch Kamera, Ladekabel, Handy, Ladekabel und ein Buch. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich meinen Rechner mitnehme, weil ich eigentlich meine Indien-Vlogs für meinen Reisekanal aus Nordindien, die ich jetzt vor 2 Monaten gedreht habe, noch schneiden muss. Verlinke ich euch übrigens hier, wenn ihr parallel auch noch auf meine Nordindien-Reise mit wollt. So, this is the final koffer. Ich habe voll viel Auswahl da, was ich anziehen kann. This is my outfit of the flight. Na, es gibt ja so viele Lookbooks, was Leute im Flugzeug anziehen, dass ich dachte, das könnte sich als wichtig erweisen. Ich habe einfach so eine Jogginghose, eine ähnliche, wie nennt man das? Für mich ist es eine Jogginghose, aber es sieht halt aus wie eine schicke Hose. Die ist halt so richtig komfortmäßig. Dann habe ich einen grauen ja, Rollkragenpulli mit und dazu einfach Turnschuhe. Genau. And that's it. Okay, let's go. In 8 Tagen sehen wir uns wieder. Tschüss, meine kleine, dicke Maus. Na los, los! Mein Handgepäck ist halt einfach schwerer als mein Koffer. Jetzt geht's los. Ach, wir schaffen das noch. Man muss nur daran glauben. Ja, ich glaube. Die Macht der Anziehungskraft. Leute, ich
gerade mein Zimmer. Wir sind da, Leute. So, ich habe leider nur ein Einzelbett. Kennt ihr diese Enttäuschung, wenn ihr in ein Hotelzimmer kommt und da ist ein Einzelbett? Weil man wünscht sich ein Doppelbett für sich ganz allein. Ja, Dako, das sind Luxusprobleme. Ja, ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Das ist relativ unspektakulär. Das ist so ein Airport-Hotel am Flughafen. Ich bin quasi auf eigene Faust einen Tag früher gekommen, weil mein Flug geht morgen früh um 10.30 Uhr. Und ja, ganz ehrlich, wie weit entfernt wohne ich? 500 Kilometer. Wann soll ich losfahren, wenn ich morgens irgendwie um 8 Uhr in Frankfurt sein soll? Das heißt, ich kann morgen früh so richtig krass schnell beim Flughafen sein. Ich weiß nicht, warum, Leute. Ich habe so eine Nervosität eben gehabt. Ich weiß nicht, ob mein Körper, mein Unterbewusstsein weiß, dass ich so das erste Mal ohne meinen Freund unterwegs bin, obwohl ich eigentlich gar keine, also ich habe gar keinen Schiss. Ich freue mich morgen auf die Frauen, die ich treffe. Ich freue mich auf Indien. Ich weiß genau, was auf mich zukommt und so, aber trotzdem habe ich so eine Nervosität in mir. Ich weiß auch nicht. Ich habe aber auch eben dieses Buch gelesen. Vielleicht kennt ihr das, Girl on the Train. Das wurde, glaube ich, auch halt gerade verfilmt. Das war, also das ist super spannend, aber das ist so depressiv, ne? Also das ist wirklich so richtig negativ, das Buch. Vielleicht hat mich das auch so runtergezogen. Ich weiß es nicht. Man sollte so einen Scheiß eigentlich nicht konsumieren, wenn einer das runterzieht. Und es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass ich mich sehr freue. Ich bin voll aufgeregt irgendwie so. Und ich freue mich wieder auf indische Musik und auf Saris und auf Räucherstäbchen, auf indische Räucherstäbchen und auf Chai. Und ja, jetzt gerade realisiere ich, dass all das, was mir in den, also ich war den ganzen Sommer über in Indien, vielleicht wissen das manche nicht, und all das, was ich so mit einem weinenden Auge verlassen habe, das werde ich einfach, ja, morgen Nacht wiedersehen. Oh mein Gott. Und ich freue mich nochmal, dass wir zusammen dahin fahren. Wir müssen jetzt schlafen gehen. Die labert hier schon wieder groß drum rum. Ich habe euch lieb, ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns morgen früh. Macht's gut, gute Nacht. Haya pü, sleep you very well. In ihr klapprig Bettgestell. Ciao, ciao, ciao. Boah, krass. Ich war so richtig, richtig im Tiefschlaf. Ich bin müde. Ich will schlafen. Ich wusste nicht mal, wo ich bin, als ich aufgewacht bin. Na gut, ich gehe jetzt mal unter die Dusche. Ach so, und guten Morgen übrigens. Fertig. Ja, dann kannst du, dann stürzen wir nicht ab. Das ist schon mal super. kommen Sie. Jetzt kommt der Moment. Ja, das Beste am Flughafen. So Leute, wir sind jetzt in Doha und ich bin richtig, richtig begeistert von der Gruppe. Die ist so cool und ich will die Gruppe nicht weiter aufhalten. Und ja, jetzt geht's weiter direkt in den nächsten Flieger. Ich hatte noch nie so eine kurze Zeit Aufenthalt. Ich glaube, wir haben jetzt 30 Minuten zwischen dem ersten und dem zweiten Langstreckenflug. Richtig crazy. Leute, wir sind jetzt angekommen und wurden abgeholt. Ja, und er gehört, glaube ich, irgendwie zum Resort. Wo ist mein Finger? Da. Außer es möchte da oben hin. Ach, das hält er aus. Ich besitze nichts Teures. Ich bin so müde. Petra. Ich bin Jaco, hallo. Hallo. Traude, hallo. Claudine, hallo. Alle willkommen. Dankeschön. Jo, und hallo. Dankeschön. Legge, Leute, uns wird gerade unser Zimmer zugewiesen. Traude. Traude wohnt hier.
Ja, hier bin ich. Mensch, und da kommt nichts mehr. Nee, ich schlaf draußen. Ich schlaf draußen. Da? Da steht dein Name. Da unten. Auf der Bank. Da schlafe ich. So, Boys and Girls, auch ich habe jetzt mein Zimmer und ich zeige euch das mal kurz. Ist einfach hier so ein Räumchen. Und ja, da ist ein Schrank, da ist mein Bett und hier ist mein Badezimmer. Ja. Und eine große Dusche. Hallo Leute, ich bin jetzt schon ein bisschen länger auf dem Zimmer und ich entschuldige mich A, erstmal für die Hintergrundgeräusche und B, für dieses Face, aber es ist nun mal die absolute Wahrheit gerade. Und ich habe echt ein bisschen Heimweh gerade, deswegen, ja, also ich bin halt das erste Mal seit das erste Mal überhaupt außerhalb von Deutschland unterwegs ohne Kevin. Ja, und das war gerade so, oh mein Gott, ich will ihn anrufen. Und es ist aber, doch, hier ist gerade 6 Uhr oder so und in Deutschland ist es irgendwie 2, 3 Uhr oder so. Deswegen ist er natürlich nicht rangegangen und jetzt habe ich gerade gedacht, dann rede ich jetzt mit euch. Dann bin ich nicht so alleine. Die Reise ist richtig cool, aber ich bin gerade das erste Mal alleine auf dem Zimmer und es überkam mich gerade so eine Melancholie. Ja, und das, ja, da wollte ich nicht alleine sein. Ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt und ich glaube, ich dusche mich jetzt einmal ab und lege mich einfach schlafen und dann wache ich morgen mit der Sonne, mit neuer Energie auf. Wie gesagt, wir haben jetzt 6 Uhr und ich muss aber um 9:30 schon wieder beim Frühstück sein, also nicht besonders viel Zeit zu schlafen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal und dann bin ich morgen fit und dann ist bestimmt auch das Heimweh weg. Ich bin so eine Glucke. Als ich noch im Flieger saß, hat Kevin mir noch die ganze Zeit geschrieben, Mann, das ist voll blöd, dass du nicht da bist. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber wir sehen uns doch voll oft, 1-2 Wochen nicht. Also ja, aber es ist was anderes, wenn ich weiß, dass du so weit weg bist. Und dann habe ich noch gedacht so, ach, war so voll cool. Und jetzt bin ich hier und denke so, Mann, das ist voll weit weg. Ja, ich habe euch jetzt genug voll gelabert. Also morgen fahren wir zusammen. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Ich glaube, wir gehen morgen shoppen auf den Markt und gehen auf ein Fest oder so. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es sehen, weil ich nehme euch morgen mit. Von daher freue ich mich sehr. Wir sehen uns morgen. Ich habe euch lieb. Ihr seid süß. Ihr seid klein. Ihr seid klein, klein, klein. Kleine Hasenfüßchen. Auf kleinen, süßen Füßchen. Gute Nacht.